Was ist das Wichtigste an der Börse? Liquidität, dann kommt Liquidität und an dritter Stelle dann Liquidität. Das haben wir in den letzten 3 Jahren gelernt. 2020, Corona, Wirtschaft im totalen Stillstand, Aktienmärkte durch die Decke geschossen, weil die Notenbanken unter Federführung der Fed die Märkte mit Liquidität geflutet hatten. Das Ganze ging dann durch 2021 durch und dann kam die Wende. Die begann im Grunde November 2021 mit der Neunominierung von Fed-Chef Powell durch Joe Biden. Dann war plötzlich Inflationsbekämpfung die oberste Priorität. Das bedeutete die Ansage, wir werden die Zinsen anheben. Die Märkte haben ein bisschen gebraucht, um das zu realisieren. Der erste Schock kam dann am 5. Januar 2022 mit dem FOMC-Protokoll, als die Fed klargemacht hat, ja, wir meinen es ernst, wir werden die Zinsen anheben. Seitdem geht es im Grunde bergab, unterbrochen durch Bärenmarkt-Rallies, durch Hoffnungen auf, naja, sie werden die Zinsen doch nicht so stark anheben, bis hin zur Hoffnung, ja, sie werden die Zinsen bald wieder senken. Und heute haben wir Daten zur Inflation in den USA bekommen, die jetzt nicht gerade ein Umsteuern der Fed irgendwie nahelegen. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Rückschlag für die Pivot-Anhänger, denn das will ich in diesem Video zeigen. Powell sieht sich jetzt erstmal bestätigt, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Fed auch am 1. Februar bei der nächsten Sitzung dann die Zinsen anheben wird. Also die Zinsen weiter steigen, damit die Bilanzreduzierung sowieso ja weitergeht. Also Liquidität weiter entzogen wird. Und deswegen bin ich des Glaubens, meine Damen und Herren, dass Erholungen Verkaufsgelegenheiten sind. Und diese Erholungen werden kommen. Die nächste Rallye kommt ganz sicher. Die Frage ist nur, wie weit geht diese Rallye? Ist das der Boden oder ist es nicht der Boden? Ich sage nein, es wird nicht der Boden sein. Wir werden dann wahrscheinlich Januar, Februar nochmal neue Tiefs sehen bei den US-Aktienmärkten. Wir schauen uns die heutigen Daten mal an. Die Inflation, PCE, Personal Consumption Expenditure, das ist ja praktisch die andere Messweise im Vergleich zu den CPI-Daten, also zum Consumer Price Index, und die CPI-Daten, also die normalen Verbraucherpreise in Anführungszeichen, die waren ja viel tiefer als erwartet. Daher hatten die Märkte eigentlich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass auch heute die PCE-Daten ein bisschen niedriger sein werden. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, Personal Consumption Expenditure bedeutet nichts anderes als eine etwas flexiblere Inflationsberechnung. Wenn also zum Beispiel ein Produkt teuer wird, dann wird es weniger gekauft, dafür wird ein anderes Produkt gekauft. Also wird dieses andere Produkt, das mehr gekauft wird, dann stärker gewichtet in dieser Berechnung. Jedenfalls kamen die Daten genau, wie die Prognose es gesagt hatte. Und insofern war das schon, glaube ich, eine kleine Enttäuschung, denn wie gesagt, es gab die Flüsterschätzung, dass diese Inflation niedriger sein würde. Hier sehen wir, der Trend geht auch hier so leicht nach unten, aber wir sind eben nach wie vor deutlich, deutlich über den Zielmarken der Fed, also deutlich über der 2% Inflation. Und was ist es, was jetzt sozusagen der Rückschlag für diese Pivot-Anhänger ist, also für diejenigen, die glauben, dass die Fed die Zinsen bald senken wird? Das ist der Service-Sektor, der im November, und das sind ja die Zahlen aus dem November, die wir heute bekommen haben, um 0,4% zum Vormonat gestiegen ist. 0,4% in einem Monat, das klingt nach wenig, ist aber historisch gesehen immer ein ziemlich großer Schnaps. Also wir sehen das, wovor Powell immer gewarnt hat, die Service-Inflation ist nach wie vor ziemlich virulent, wie sich aus diesen Daten ergibt. Hier sehen Sie das mal in dieser Grafik. Und das wiederum bedeutet, es wird kein Umsteuern geben so schnell, zumal eben auch die Löhne wieder gestiegen sind. Etwa der Private Worker, also der in der Privatindustrie Beschäftigten. Die Löhne der Regierungsangestellten sind weniger stark gewachsen, aber das sind ja auch nur relativ vergleichsweise wenige im Vergleich zu denjenigen, die in der Privatwirtschaft angestellt sind oder dort beschäftigt sind. Hier sehen wir, diese Kurve geht wieder ein bisschen nach oben. Das ist auch nicht das, was die Fed sehen will. Im Oktober waren wir bei 4,7% zum Vorjahresmonat. Jetzt im November waren wir bei 4,9% zum Vorjahresmonat. Also nach wie vor steigende Lohndynamik. Und wie gesagt, das heißt nichts anderes, als dass die Fed jetzt nicht aufhören wird, die Zinsen anzuheben. Nochmal, wahrscheinlich jetzt in kleinen Schritten, Februar 0,25%, aber die Fed wird nicht umsteuern, solange auch diese Service-Inflation irgendwie sich verflüchtigen kann. Und solange das nicht der Fall ist, wird eben auch da kein Umsteuern passieren, anders als im Jahr 2018, Dezember 2018, da konnte Powell dann
plötzlich umsteuern konnte, plötzlich dovish werden, eben weil die Inflation auch deutlich gefallen war. Da waren wir bei 2%, da sind wir jetzt ja natürlich noch weit, weit entfernt. Immerhin, es gibt Hoffnung. Wir hatten heute die Inflationserwartungen innerhalb des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan und die sind doch relativ deutlich nach unten gekommen. Das reflektiert natürlich auch vor allem den Spritpreis, der in den USA ja deutlich gefallen ist. Allerdings sehen wir gleich noch etwas ausführlicher behandelt, dass der Ölpreis wieder steigt, also dass Energie möglicherweise dann doch wieder ein Treiber der Inflation sein wird. Kommen wir jetzt mal zum Gesamtgeschehen diesen Jahres. Es ist ja das letzte Marktgeflüster mit aller Wahrscheinlichkeit, das ich in diesem Jahr mache, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns anschauen, der Nasdaq O&P bei 34% im Minus. Und jedes Mal, wenn wir eine Bewegung von mehr als 20% nach unten hatten, das war 73, 74, 2000, 2001, 2002, 2008 und 2022 eben der Fall, dann war das nächste Jahr auch krass. Entweder krass nach oben oder krass nach unten. Schauen wir mal, 73, dann nochmal 35% verloren, nachdem es in diesem Jahr 73 schon 31% nach oben ging. Dann von vier, also im Jahr 75 dann allerdings auch wieder 29% nach oben. Also es ist immer massiv nach oben oder nach unten gegangen. Nach der Dotcom-Blase 50% nach oben, nach der Finanzkrise 43% nach oben. Also es ist damit zu rechnen, dass hier krasse Bewegungen kommen und es kann durchaus sein, dass wir erstmal neue Tiefs sehen an den Aktienmärkten, aber dann im Endeffekt wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, durchaus möglich, durchaus im Bereich des Vorstellbaren, dass wir dann dicke Pluszeichen zum Jahresende 2023 sehen, aber das wird ein ziemlich wilder Ritt, so viel deutet sich an und was gegen eine so saftige Erholung spricht, zumindest Stand jetzt, ist die sogenannte Monetary Tightening, nämlich die globale Liquidity Situation, also wie schaut es denn aus mit der Liquidität? Ich hatte anfangs gesagt, Liquidität ist das, was über Rallyes oder Bärenmärkte eben, über Bullenmärkte oder über Bärenmärkte eben entscheidet und wir sehen, wir sind hier massiv abgestürzt, was die Liquidität betrifft. Wir haben die wichtigsten Notenbanken, die die Zinsen anheben und die Bilanzsumme reduzieren. Nicht zufällig ist der S&P 500 jetzt 62 Mal in diesem Jahr mindestens um 1% gefallen. Das gab es nur in 3 Jahren zuvor, 1974, 2002 und 2008. Und wir sehen jetzt auch frische Meldung, dass aus den Aktienmärkten fast 42 Milliarden abgezogen wurden. Das ist der größte Abzug seit dem Februar 2022. Aus Bonds wurde Geld abgezogen, nur bei Gold ist ein klein bisschen reingelaufen. Also wir sehen, die Investoren, die ziehen eher Geld raus aus dem Markt, als dass sie reingehen. Und das entspricht eben dann auch wieder dieser Erfahrung, wenn die Notenbanken aufs Gaspedal gehen, musst du long sein. Wenn die Notenbanken aufs Bremspedal gehen, musst du nicht mehr long sein. Sollst du nicht mehr long sein, sollst du eher short gehen. Das ist hier genau diese rote Kerze, die Sie sehen, ob die Fed mit ihrer Prognosefähigkeit daneben liegt, ja oder nein, wahrscheinlich ja, spielt in diesem Kontext keine Rolle. Im kurzen Zeitfenster könnte man jetzt sagen, wenn man sich mal die Märkte anschaut, ist der S&P in dieser Range 3800, die wir gestern ja mal unterschritten hatten, dann zum Ende wieder drüber kamen und 3920, da wäre also Widerstand, wenn die Bullen es schaffen, da nochmal drüber zu kommen oder wenn die Märkte es schaffen, da nochmal drüber zu kommen bei dieser Marke des S&P 500, dann kann diese Rallye sich noch ein bisschen ausweiten oder kann eine Erholung sich noch ein bisschen ausweiten. Aber dazu bräuchte es dann auch Aktien wie Tesla zum Beispiel, die ja gestern fast 9% verloren hatte, auch heute nach zwischenzeitlichem Plus, weil Elon Musk gesagt hat, also ich verkaufe also keine Aktien mehr, gell, also bis 25 garantiert, ich schwöre, ne? Jetzt hat der Mann allerdings eine History von ich schwöre, da hat er nämlich schon mal am 29. April gesagt, nein, also ich habe jetzt Aktien verkauft, aber ich plane jetzt nicht mehr Aktien zu verkaufen. Und das hat er am 10. August aber doch gemacht, am 8. November hat das auch gemacht, am 14. Dezember hat das auch gemacht. Also er hat eine gewisse History, wo man sagt, ja, der Mann ist vielleicht jetzt nicht so verlässlich, deswegen würde ich ihm sein Gelübde nicht abnehmen und ihm auch nicht trauen, zumindest in dieser Hinsicht nicht. Jetzt kommt Gegenwind auch durch einen ganz gefährlichen Mann, das ist Sven Giegold, ein Urgrüner,
der jetzt als Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium von Habeck sitzt. Der hat es ja geschafft, seine ganzen Buddies da reinzuholen. Und der will, dass jetzt Twitter unter direkte Aufsicht der EU-Kommission gestellt wird. Da würde es mir noch mehr davor grauen, als wenn Elon Musk da letztendlich entscheidet, wer gesperrt wird oder wer nicht. Also hier deuten sich da ganz bizarre Situationen an. Wenn wir jetzt mal zur Energiethematik kommen, dann sehen wir, dass die Gasspeicher sich wieder füllen. Der Gaspreis fällt sehr, sehr kräftig. Wir waren jetzt bei 85 Euro. Das ist der Stand, mehr oder weniger, auf dem wir waren, als der Ukraine-Krieg begann. Also das ist im Grunde jetzt komplett erstmal ausgepreist. Das dürfte nicht das Ende dieser teuren Energie sein, schlichtweg, weil Deutschland ja dann in diesem Jahr noch in der Lage war, viel Gas aus Russland zu beziehen, bis zum Gasstopp. Dadurch konnte man die Gasspeicher füllen. Das wird jetzt sehr viel schwieriger im nächsten Jahr werden, zumal wir dann die Atomkraftwerke abschalten, also den Mangel noch verstärken. Dementsprechend kann zwar der Gaspreis weiter fallen, wenn eben dieser Umstieg auf andere Energien wie Kohle vor allem, CO2-intensive Kohle, gell, und das unter den Grünen, das ist natürlich schon eigentlich ein Treppenwitz. Und Russland ist bereit, wie man gesagt hat, die Ölproduktion um 700.000 Barrel zu senken. Das hat den Ölpreis wiederum nach oben gebracht. Schauen Sie mal hier, wir sind jetzt wieder bei 80 Dollar beim amerikanischen Crude Oil in diesem Chart von Capital.com. Und das könnte eben auch bedeuten, wenn der Ölpreis weiter steigt, dass Energie dann wieder, das praktisch jetzt bei diesen Inflationsdaten negativ gewirkt hat, also die sogar eine schrumpfende Wirkung auf die PCE-Inflation hatte, dass das dann doch wieder ein Faktor werden wird. Wir werden sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann hatte Frau Lagarde ein ganz liebreizendes Video heute gemacht, also ein Weihnachtsgrüße. Dann hat sie gesagt, dass wir werden bekämpfen l'inflation, believe me, we will do everything to preserve that inflation is getting out of control. Und das hat sie also ganz wunderbar gesagt, also diese Frau ist herzallerliebst, gell? Kaum hast du zweistellige Inflation, ist es der EZB auch schon aufgefallen, gell? Ein bisschen spät. Aber ne, das, manchmal, du hast ja keine 5000 Mitarbeiter, die sich um das kümmern. Du hast im November, Dezember 2021 für einem Jahr eine Erzeugerpreisinflation von 27% gehabt, gell? Da hätte man ja nie auf die Idee kommen können, dass diese Inflation ein bisschen steigt. Dezember 2021 hat Lagarde ausgeschlossen praktisch, dass man im Jahr 2022, also in diesem Jahr, die Zinsen anhebt. Na gut, dementsprechend habe ich vollstes Vertrauen, dass die EZB jetzt natürlich, dass die EZB siegreich aus diesem Kampf gegen die Inflation hervorgehen wird. Da gab es aber mal einen Menschen, der hieß Milton Friedman, der sagte, naja, du kannst eine Inflation nur dadurch bekämpfen, indem du die Geldmenge reduzierst. Und wir haben gesehen, das passiert ja weitgehend schon. Die EZB ist mit ihrer Bilanzreduzierung noch ganz, ganz am Anfang. Die soll erst noch kommen. Die EZB, die FED hat schon ein bisschen was gemacht. Und hier sehen wir mal die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone. Das ist natürlich massiv nach oben gegangen. Und das ist die Voraussetzung für Inflation. Ohne das wäre all das nicht passiert. Dementsprechend ist verantwortlich für diese Inflation, hauptverantwortlich für diese Inflation, la EZB. Deswegen habe ich ganz großes Vertrauen in diejenigen, die diese Inflation hervorgerufen haben, dass sie auch wieder stoppen können. Und das fällt jetzt selbst in den Japanern auf, die ja durch Jahrzehnte von Deflation gegangen sind. Da haben wir jetzt in Japan eine Inflation immerhin von 3,8%. Für japanische Verhältnisse ist das geradezu astronomisch. Und dementsprechend kann es sein, dass die Bank of Japan eben auch schneller umsteuern muss, weil natürlich sie auch die krasseste Geldpolitik gefahren hat aller Notenbanken. Die einzige Notenbank, die jetzt wieder so im Liquiditätsmodus ist, das ist die chinesische, und die hat gute Gründe dafür, weil die Wirtschaft komplett absäuft. Die Straßen sind leer. Jetzt offiziell bestätigt 248 Millionen Corona-Infizierte in 20 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das wird auch noch sehr, sehr spannend sein, wie das da weitergeht, was da passiert. Und wenn wir nochmal nach Deutschland zurückkehren, dann haben wir gesehen, die höchste Inflation seit 70 Jahren.
den schnellsten Zinsanstieg durch die EZB. Sowohl Aktien als auch Anleihen sind mehr als 10% gefallen. Selbst die Hauspreise sind gefallen und Gold und Bitcoin haben keinen Inflationsschutz geboten. Naja, Gold schon noch eher als Bitcoin, aber gut. Und raten Sie mal, wer Politiker des Jahres geworden ist bei der Handelsblatt-Jury. Das ist der Roberto Habeck. Da heißt es, er hat einen neuen Stil in die Politik gebracht, authentisch, nachdenklich, klar. Ich glaube, dass er wie ein Sven Giegold, wie andere, ein Ideologe ist, der praktisch eben aufgewachsen ist in dieser Anti-Atomkraft-Zeit. Ich kann mich an diese Zeit sehr gut erinnern, war selber damals auch dabei, deswegen kann ich mich da ja durchaus reinfühlen. Aber wenn du ein Dogma weiterreitest, was in dieser heutigen Welt keinen Sinn mehr hat, dann muss man sich eben die Frage stellen, ob es wirklich hier ein Pragmatiker ist. Er ist ein Taktiker, der es also schafft, sozusagen auch die grüne Basis irgendwie mitzunehmen. Man macht ja Dinge, die noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wären, Waffenlieferungen etc. Jetzt macht man da mit, aber eine heilige Kuh darf nicht geschlachtet werden, das ist die Abkehr von der Atomkraft. Dabei macht Japan das jetzt, die ja wirklich ein Problem damit hatten aufgrund des Tsunamis, Niederlande, Italien, Frankreich, sowieso Polen. Ja, eigentlich alle, nur wir nicht. Das ist eine Mischung aus Ideologie und German Angst. Aber es ist, wie es ist. Ich bin mal gespannt, ob der Roberto auch nächstes Jahr noch die Person oder der Politiker des Jahres ist. Ich hätte da fast meine Zweifel, wenn wir dann sehen, was dabei rauskommt. Jetzt noch eine persönliche Anmerkung, meine Damen und Herren. Immer wieder würde gesagt, ja Fugmann, zieh doch mal bitte ein neues Sakko an, ein anderes Sakko. Also, dieser Forderung muss ich leider eine klare Absage erteilen. Warum? Ich habe verschiedene Sakkos getestet. Dieses Grau hatte die beste Wechselwirkung mit der Kamera. Das reflektiert nicht, schwarz geht nicht, blau geht nicht, zu hell geht nicht. Das ist genau die optimale Farbe. Und keine Angst, ich habe mehrere von diesen Sakkos. Ziehe also nicht immer das Gleiche an. Aber ich will sozusagen auch neben dieser Kamerasituation, also neben dieser technischen Situation, eben auch die Aufmerksamkeit vor allem auf das Inhaltliche lenken und nicht auf das, was hat er jetzt an oder und so weiter. Gell? Das kennen Sie ja aus der Kirche, gell? Da hat der Priester ja auch immer dasselbe an und ich bin ja mehr oder weniger so ein Priester in Sachen Finanzmärkte, gell? Ich predige was, meine Frau sagt immer, hast du deine Predigt schon gehalten? Und dementsprechend habe ich halt hier dieses Jackett und das wird auch so bleiben. Also ich muss die Hoffnung derjenigen enttäuschen, dass das mal anders wird. Ich verstehe mich als Chronist der Finanzmärkte ein Stück weit, versuche da Inhalte zu bringen und den Fokus auf die Inhalte zu legen. Und Inhalte haben wir natürlich auch bei der Seite finanzmarktwelt.de. Inflation, Zinsen, die Märkte nahmen die Fed nicht ernst und bluteten, mussten dafür bezahlen. Da habe ich so ein bisschen eine Chronologie des Jahres 2022 mal kurz abgerissen. Haben die Märkte immer recht? Quatsch, dieser Satz ist totaler Bullshit. Hatten die Märkte recht, als sie am 5. Januar auf ein neues Allzeithoch gestiegen waren? Offenkundig nicht. Hatten die Märkte recht, als sie Mitte Oktober auf ein neues Tief gefallen waren? Wissen wir noch nicht. Also dieser Satz ist eigentlich Bullshit per se. Hier habe ich sozusagen den Irrtum der Märkte nochmal skizziert, warum man diesen Fehler gemacht hat, weil man eben wie Pavlovsche Hunde konditioniert war von diesen Jahren ultralaxer Geldpolitik. Das beschreibt eigentlich das Jahr 2022, wenn Sie wissen wollen, was da passiert ist. Dann sind Sie mit diesem Artikel gut bedient und dann Tesla-Aktie stürzt ab, Maske mit Gelübde. Kann man ihm trauen? Schauen Sie mal diesen Artikel auch an. Erzählt er zu meinen allerbesten Freunden, deswegen sollten Sie das unbedingt tun. Also zweite Artikelempfehlung und abschließend, meine Damen und Herren, nochmal hier der Newsletter, den wir täglich bringen bei Finanzmarktwelt. Da ist zum Beispiel gestern die Rede von der Fraccia mal wieder, gell, der Marcello Fraccherino, auch einer meiner allerbesten Freunde. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich packe nochmal den Link mit rein. Ich verspreche vorerst das letzte Mal, aber das ist wirklich eine Geschichte, die sich lohnt und ich möchte mich jetzt bei Ihnen ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie mich das ganze Jahr hindurch ertragen haben, dass Sie sich das angetan haben, diese langatmigen Videos und sich gedacht haben, der Typ ist zwar irgendwie schräg, aber ich gucke ihn mir trotzdem an, dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche schöne Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr, ich mache kein Video jetzt mehr, es sei denn, es passiert wirklich etwas Außergewöhnliches und dann freue ich mich, wenn wir uns alle wiedersehen am 2. Januar. Machen Sie es gut, bis dann, Servus, ciao.